Hi und herzlich willkommen hier auf Pierusini.com, die Wine Show. Und ich bin ja total aufgeregt heute, denn ich habe heute einen Ehrengast und hier in meiner Wine Show wirklich einen speziellen Gast. Ich begrüße Willem Weil. Schön, dass du Zeit hast. Ja, ich habe die Schamesröte jetzt schon im Gesicht bei dieser Ansage. Ja? Willem, wir sind hier gerade im Rheingau. Es gibt trotzdem einige Leute, die dich nicht kennen. Du bist ja eigentlich eine Ikone des deutschen Weinbaus. Darf man ruhig so sagen. Ja, das hört sich aber dann schon gefährlich an. Ikone, das hört sich an, als wäre man uralt. Okay, alt bin ich ja schon, aber noch nicht uralt. Also schon 25 Jahre im Business dabei. Stehe natürlich für Rheingau, stehe für Riesling. Riesling ist Rheingau, Rheingau ist Riesling. Und somit tun wir heute hier auf 90 Hektar Weinbergen 100% Riesling anpflanzen in Berglagen. Und wir machen das wirklich handwerklich, sehr individuell. Wir wollen dieses Handwerk auch immer in den Mittelpunkt reinstellen. Die Qualität entsteht im Weinberg. Es geht um jede einzelne Traube. Und diese Traube soll im Weinberg und später natürlich dann auch im Keller bestens begleitet werden. Wobei dieses kontrollierte Nichtstun, das ist eigentlich das, was am besten ist. Lass die Natur sich entwickeln, aber der Mensch muss es doch intensiv begleiten. Ihr seid ja auch, hast gerade eben schon angesprochen, du bist jetzt in vierter Generation jetzt. Winzer, Önologe, ja, im Betrieb. Was mich auch so ein bisschen interessieren würde, wie war die Zeit, als du eingestiegen bist praktisch so aktiv? Wann wurde das Ruder an dich übergeben, wo du auch, sag jetzt mal, auch Entscheidungen treffen konntest, beziehungsweise auch, ja, sag mal, ja, Sachen lenken? Ich bin relativ ins kalte Wasser reingeworfen worden. Das ist gut. Ist oft gut, man wird wach dabei. Absolut. Naja, ich war gerade mit dem Studium fertig und mein Vater war dann sehr krank geworden und ich musste dann richtig ran und es gab nicht so eine Übergabe oder zwei Generationen, die hier am Ruder gewesen wären. Also ich durfte teilweise früher entscheiden, wie ich es eigentlich wollte. Mhm. Dass ich Winzer werden wollte, das wusste ich sehr früh. Ja. Das wusste ich schon als 3-4-Jähriger. Sicherlich an anderen Dingen festgemacht, wie man das heute als Erwachsener macht. Ein alter Schieb, der hat es mir angetan, raus in den Weinberg mit dem Vater, das war was Tolles. Klar. Und schon die 1971er Grevenberg Auslese, ich weiß den Wein heute noch, die Nummer 7107, die hat es mir angetan. Die habe ich dann so über den Sommer 73, da war ich gerade 10 Jahre alt, so langsam Flasche für Flasche in kleinen Dosen über einen langen Sommer immer wieder degustiert. Ja. Ein phänomenaler Wein und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis. Ja, das willst du einmal machen, das hat Spaß gemacht und somit war ich von Kindesbein an hier mit dabei, aber niemals in irgendeiner Verpflichtung. Und das haben die Eltern clever gemacht. Sie haben mich nicht in eine Richtung gedrückt. Okay. Es war der eigene Entschluss. Und das, denke ich, ist die Basis, dass man dann auch was mit großer Freude macht. Und das hatte ich dann weiterentwickelt über die Jugend und natürlich auch nachher über ein Studium. Und somit kommt man zur Sache dann ran. Und klar, also ich meine, Emotion ist auf jeden Fall in vielen Sachen ein wichtig oder Leidenschaften ein ganz wesentlicher, ich sag mal, Antriebskraft für, wenn man Großes schaffen will. Ihr seid ja auch außerhalb Deutschlands, man kann sagen, relativ bekannt, oder? Ja, wir sind natürlich mit unseren Weinen auf den Weltmärkten. Wir verkaufen sie immerhin in 40 verschiedenen Nationen. Und trotzdem werden über 80% immer noch in Deutschland verkauft. Mhm. Also es war immer die Grundregel, erst einmal muss der heimische Markt versucht werden, gut zu bedienen. Das sind unsere Wurzeln. Und da haben wir viele, viele Freunde für unser himmelblaues Etiketten. Das soll auch weiter so bleiben. Aber durch die langsame, stetige, aber doch nachhaltige Vergrößerung des Weingutes in Nachbarparzellen. Wir haben ja diesen wunderbaren Berg direkt hier vor der Haustür. Alle Weinberge sind im Umkreis Luftlinie von einem Kilometer, alles Berglagen, konnten wir dann über die letzten zwei Jahrzehnte auch die Exportmärkte immer weiter aufbauen. Aber es ist immer noch ein kleiner Part und Deutschland wird für uns immer der Key-Markt sein. Diese Heimatverbundenheit, diese Verwurzelung ist mir nicht nur wichtig, was das Winzerhandwerk angeht, sondern auch in der Distribution, in der Darstellung des Produktes. Eine Frage, die ich mich oft gestellt habe, ist ja, man kann es oft nachlesen, dass Rheingauer Rieslinge damals, also ich sage jetzt mal damals, man spricht so vor wie vielen Jahren, ich sage jetzt mal preislich auf einem Niveau waren oder höher teilweise als die großen Gewächse aus Bordeaux.
Wie ist das heute? Ich meine, oder was ist deiner Meinung nach das Besondere am Rheingau? Also ich meine, Rheingau, relativ kleine Appellation oder Anbaugebiet, 3000 Hektar circa, roundabout. Was ist so das Spezielle am Rheingau? Ja, die Grundfrage ist natürlich, was macht einen großen Wein aus? Für mich macht einen großen Wein immer aus, dass er eine eigene Identität hat, einen eigenen Charakter, ein eigenes Gesicht, möglichst nicht kopierbar ist mit seinen Charaktereigenschaften, und ein großer Wein muss auch Lagerungspotenzial haben. Das sind die entscheidenden Punkte für einen großen Wein. Ob der eine einem besser schmeckt, der andere, das ist dann natürlich eine persönliche Auffassungssache. Aber diese anderen Eckpunkte, die sind unumstößlich. Und das hat das Rheingau. Das Rheingau hat natürlich als das Anbaugebiet mit dem weltweit höchsten Rieslinganteil schon mal eine ganz klare Aussage. Das Rheingau hat traditionelle Spitzenlagen, als Ausläufer des Taunusgebirges einen relativ kargen Gesteinsboden, wo der Riesling mit dem entsprechenden Kleinklima wunderbar gedeiht, lange Hängezeiten, lange Reifezeiten hat, gerade jetzt hier auf den Berg in Kirich, das ist ja der große Vorteil, gerade in Zeiten der globalen Erwärmung, können wir diese langen Hängezeiten garantieren, Hängezeiten nach der Blüte, die bei 130, 140 Tagen liegen können. Okay. Das wird ja immer so wissenschaftlich gesagt, mindestens 100 Tage muss das Ziel sein. Und das kleine Frucht, geschmacksintensive Frucht, begrenzte Mengenerträge, die ganz klare Identität über die verschiedenen einzelnen Lagen, die wir im Rheingau haben, das macht den Rheingau so wertvoll. Und das haben wir ja von Generation zu Generation auch weitergegeben bekommen. Ja. Da haben wir natürlich auch durchaus mal so ein bisschen geschwächelt. Das hat ja alles im Leben seine Höhen und Tiefen. Vor 25 Jahren war der deutsche Wein und auch der Rheingauer Wein nicht gerade so, na, es waren nicht die Rubenszeiten. Auch der deutsche Fußball ist ja gerade im Aufmarsch. Ja, also wir, genau, wir treten alle miteinander an. Ja. Aber ich denke, so seit einem Jahrzehnt, und der deutsche Wein kann man sagen seit zwei Jahrzehnten, aber gerade in diesem letzten Jahrzehnt ist vieles passiert. Und wir haben hier wirklich die Parameter des großen Weines, und ich spreche hier und jetzt nicht nur für den Rheingau. Natürlich, ich bin Rheingauer und ich liebe den Rheingau, aber ich kann auch für die anderen deutschen Gebiete genauso sprechen. Wir haben Weine mit eigener Identität, eigenem Charakter, eigenem Profil, nicht kopierbar in der Welt. Und dafür werden wir in der Welt auch irgendwo bewundert. Und wir haben natürlich auch ein Produkt mit dem Riesling, der so nur an ganz wenigen Standorten sowieso reift und wächst in dieser Qualität. Also ich denke, wir sollten noch mal hart weiter dran arbeiten. Klar. Das rentiert sich. Und es ist eine 2000-jährige Tradition und Kultur. Und es ist auch eine Verantwortung, aber es ist eine tolle Verantwortung, eine schöne Verantwortung. Ja, absolut. Wilhelm, du hast gerade eben auch schon angesprochen, Bergwein. Ja? Eure Lagen, also die bekanntesten Lagen, ich sage jetzt mal der Gräfenberg, Turmberg und Klosterberg, richtig? Richtig. Die sind auch hier im Rheingau somit so die höchsten Parzellen, beziehungsweise nicht die höchsten Parzellen, aber sind schon sehr hoch gelegen. Ganz kurz nochmal, was ist das so Wichtige denn daran, dass die Lagen da von der Exposition oder beziehungsweise von der Lage, von den Höhenmetern so weit hoch oben sind? Oder worin unterscheiden sich die Lagen von den Lagen, die in der Nähe vom Wasser sind? Ja, erstmal, alles in der Welt hatte seine Vor- und seine Nachteile. Früher hieß es, vier Generationen zurück, auch beim Großvater noch, zweimal im Jahrzehnt wachsen hier in der Höhe, das ist Kietrich, das ist Rauental, das ist Heilgarten, wachsen die besten Weine des Rheingaus. Zweimal im Jahrzehnt? Zweimal im Jahrzehnt. Achtmal im Jahrzehnt mussten diese Bergwinzer durchaus nach der Decke strecken, dass die Frucht auch diese endgültige Vollausreifung bekommen hat. Und in Zeiten der globalen Erwärmung hat sich dann natürlich da einiges gedreht und verändert. Der Vorteil generell war immer hier im Berg der kargere Boden. Wir sind ja hier der Ausläufer des Taunusgebirges, und wir haben hier einen sehr gesteinshaltigen Boden, einen Phyllitboden mit Lösslehmbeimischungen. Und der wird natürlich, je näher wir dem reinkommen, tiefgründiger, teilweise auch sandiger, andere Bodenstrukturen. Ich will jetzt auf keinen Fall von besser oder schlechter reden, aber hier in der Höhe, durch die kargeren Böden, hat man kleinere Früchte, niedrige Mengenerträge. Außerdem hat man immer diese Winde, die vom Taunusgebirge ins Rheintal runterziehen, die immer für eine Abtrocknung der Bestände sorgen. Okay. Auch das ist hilfreich, weil Nebel geht im Herbst sehr, sehr gut weg. Ja. Alles deutliche Vorteile. Dass es einfach leichter geht, weil die Zielsetzung des Winzers ist es ja immer, die absolute vollreife Frucht zu erreichen,
bei gleichzeitiger Gesundheit der Frucht, sodass die Fäulnis nicht kommt oder erst ganz spät als Edelfäulnis für die edelsüßen Weine kommt. Und diese Parameter der langen Hängezeit, der kleinen Früchte, der Menge, der begrenzten Erntemenge, der hohen Mineralität durch die gesteinshaltigen Böden und trotzdem heute die garantierte Vollausreifung, die wir aufgrund der globalen Erwärmung erreichen, das sind die großen Vorteile, die die Berglagen zweifelsohne haben. Und da sind wir natürlich auch sehr dankbar und das versuchen wir auch entsprechend rauszuarbeiten, den Weinen diese Kühle, Mineralik zu geben, diesen Zug, auch diese Trinkfreudigkeit, die Weine nicht zu alkoholreich werden zu lassen, aber eine Identität zu geben, großen Wein zu vinifizieren, auch mit begrenztem Alkohol. Und das ist eine tolle Sache und also keine Generation war so beschenkt wie wir in unserer Generation, um konstant Top-Qualitäten zu erzeugen. Gibt es denn dann Tendenzen, dass es doch wärmer wird? Ich meine, man kann natürlich auch nicht höher in die Berge klettern, weil ich meine, darüber streiten ja durchaus die Wissenschaftler, weil es scheint doch eine konstante Erwärmung zu geben. Das ist zumindest die Mehrheitsmeinung. Also auch du kannst es bestätigen eigentlich. Ja, das ist keine Frage. Ja. Über die letzten 25 Jahre, was wir überblicken können, haben wir eine Vorverlegung der Vegetationszeitpunkte, die ungefähr eine Woche sind. Und die sind uns eindeutig heute zum Vorteil. Mittelfristig und langfristig haben wir natürlich selbstverständlich als Winzer Möglichkeiten, unseren Weinberg darauf einzustellen. Klar. Also ich kann dir garantieren, ein Sonnenschirm müssen wir noch nicht aufspannen. Ja, also wir freuen uns immer noch über jede Sonne. Da sind wir noch weit davon entfernt, dass es uns hier zu warm werden würde. Also man kann natürlich selbstverständlich das Blattfruchtverhältnis verändern, um die Assimilationsgeschwindigkeit zu steuern. Die Ausrichtung der Zeilen kann man entsprechend verändern. Wir gehen natürlich tendenziell heute auch allgemein etwas mehr in die Höhe. Viele Winzer suchen diese Höhenlagen. Klar. Aber das ist ein Evolutionsprozess und ich sehe den nach wie vor als sehr positiv. Gesamtgesellschaftlich ist natürlich die globale Erwärmung sehr genau im Auge zu halten. Müssen wir alles tun, um unsere Natur zu schützen und dafür stehen natürlich auch wir Winzer ganz klar dafür ein, weil wir leben mit der Natur, wir leben von der Natur und da wollen wir alles unser Bestes dafür geben. Aber ich bin da sehr zuversichtlich. Wo man es auch ganz gut daran sieht, ist an der Rebsortenveränderung. Ja. Das sind ja solche Evolutionsprozesse, das haben wir im Rheingau nicht, das wollen wir im Rheingau auch nicht. Also wir sagen ja ganz klar 100% Riesling, aber andere Regionen arbeiten heute mit Rebsorten, mit denen man vor 20, 30 Jahren überhaupt nicht dran gedacht hatte, dass man mit erfolgreich arbeiten könnte. Du sprichst jetzt von der Pfalz wahrscheinlich? Ja, ich spreche von der Pfalz, von Rheinhessen, wo wunderbare, hochinteressante neue Rebsorten, heute schon fast wieder etablierte Rebsorten, angebaut werden. Also ich sehe diese Welt als bunt, hochinteressant. Man muss mit ihr nur sehr sensibel umgehen. Man muss die Chancen herausgreifen und man muss auf alle Fälle diese gesamtverantwortliche Haltung haben gegenüber der Natur. Und ich sehe das aber sehr, sehr positiv. Und es gilt aber nach wie vor, das dürfen wir nicht vergessen, der kühlste Standort, wo eine Frucht eine garantierte Vollausreifung erreicht, ist der beste für eine jede Frucht. Und zwar für die Erdbeere, für den Apfel, für die Weintraube, für eine jede Frucht. In der Aussage steckt natürlich ein Zielkonflikt. Ich sage, der kühlste Standort, wo ich die garantierte Vollausreifung und möglichst auf jedes Jahr gesehen habe. Aber darin liegt gerade dieses Spannungsfeld im nördlichen Terroir, hochklassige Weine zu erzeugen, mit begrenzten Alkoholgehalten. Und da behaupte ich, ist Deutschland absolut Weltmeister. Da spielen wir in der Champions League, um auf den Fußball jetzt wieder zurückzukommen. Und da haben wir Riesenchancen. Ja. Und da werden wir uns nicht selbstzufrieden auf die Schultern kloppen und uns zurücklehnen, sondern wir werden weiter angreifen, um authentische Weine zu erzeugen, so wie sie sonst niemand in der Welt erzeugen kann. So, der erste Wein ist dann der Ortswein. Der 2012er, der Kittricher Ortswein. Vielleicht ganz kurz nochmal zu der neuen Klassifikation. Ja. Ihr seid ja auch also VDP-Mitglied. Klar. Ist ein bisschen verwirrend, aber jetzt sind ganz klare Strukturen geschaffen, oder? Ja, sag mal, von der Struktur her sind sie ganz einfach, aber alles, was neu ist, muss natürlich auch erstmal einsickern. Klar, braucht eine gewisse Zeit. Es ist aber was Neues, Altes. Also neu ist es eigentlich gar nicht. Ja. Es ist der Weg unserer Urgroßväter,
schon gewesen, die Weine nach ihren Herkünften hierarchisch zu ordnen. Und je kleiner die Herkunft, je ausgeprägter in ihren Charaktereigenschaften, desto höher ist sie natürlich dann auch angesiedelt. Wir reden hier von Gutsweinen. Mhm. Das ist parallel zu Burgund zu sehen, war aber vor 100 Jahren bei uns exakt genauso schon. Das Gutsweine sind Domänenweine, dann haben wir die Ortsweine, das ist Village. Dann haben wir unsere erste Lage, das ist korrespondierend zu einem Primel Cru. Ja. Und dann haben wir die große Lage, korrespondierend zu einem Grand Cru. Und das steht schön auf der Kapsel drauf, ja. VDP. VDP, denke ich, heute ein ganz klares Werteversprechen in den Markt rein. Das ist wie ein Daimler-Stern oder ein BMW-Propeller oder die Audi-Ringe. Also ich will jetzt hier nicht zu viel Werbung machen. Also nein. Ich könnte auch andere Automarken nennen. Das ist kein öffentlich-rechtliches Fernsehen hier. Und wir haben aber jetzt neben diesem Werteversprechen im Generellen, was vielen ja langt, die sagen, ein VDP-Wein, super, super Namen, das ist für mich Qualitätsversprechen genug. Aber es gibt ja doch genügend Leute, die sagen, ich will eine höhere Differenzierung haben. Und ich interessiere mich sehr wohl, ist das ein Gutswein, Ortswein, eine erste oder eine große Lage? Und das ist klar deklariert. Und alle trockene Weine haben kein Prädikat mehr. Ist auch nicht notwendig, weil der Gutswein, der Ortswein sind schon trockene Spätlesen in der Ausreifung. Okay. Und Prädikate sind nur noch den Restdüsen. Restdüsen beim ganz klar, ein Prädikat wird nur angehängt wenn es eine Restdüse hat, auch mit einem klaren Geschmackskorridor. Auslese süßer wie Spätlese, Spätlese süßer wie Kabinett. Ja. Und damit haben wir eigentlich eine perfekte Matrix, eine perfekte Struktur. Aber wir müssen mit aller Demut sagen, so gut sind wir gar nicht, dass uns das selbst hätte einfallen können. Wir mussten eigentlich nur in alter Literatur gucken. Und so unsere Urgroßväter haben es schon so gemacht. Die haben es schon gewusst. Die haben es schon gewusst. Also sie waren nicht dumme, die Meister. Die haben nicht umsonst die teuersten Weine der Welt verkauft, schon damals. Weil Image will hart erarbeitet sein und kann nur auf Qualität basieren. Ja, hier von der Farbe, das ist jetzt schon, ja, das ist sehr, was braucht man zu der Farbe zu sagen? Also ist eine schöne Farbe, ja. Wichtiger ist natürlich jetzt erstmal so, bin mal gespannt, wie der riecht, wie der duftet. Ja, das ist, also der erste Eindruck ist ganz klar, ist ein frischer Riesling, der eine Tiefe hat, der jetzt nicht opulent ist, sondern wirklich was so was Feines, Filigranes hat. Wirklich, Tolle Pfirsich auch, aber wie gesagt, nicht diese Superreife, sondern eher so ein bisschen Richtung weiße Pfirsich auch. Und ein bisschen auch so ein bisschen Mineralik. Wobei du eigentlich auch ein sehr guter Verkoster bist, habe ich gehört. Sagt man so. Oh, das ist ein richtiges Kompliment. Ja. Das bilden sich viele ein. Ich sage immer, ich bin endgültig immer auf der Suche und gebe da mein Bestes und amüsiere mich auch manchmal. Wir machen ja viele Blindverkostungen, wenn man dann auch manchmal den großen Bockmist macht. Ja. Es ist ja immer ein Zusammenkommen von Wein und Mensch in verschiedenen Situationen. Ja. Und das ist aus meiner Sicht, es ist ein ständiges Training, es ist ein Interesse, es ist eine Liebe an der Sache. Genau. Und natürlich auch viel Wein probieren. Also bei uns gilt die Devise sowieso, man muss viele andere Weine verkosten, um die eigenen zu verstehen. Ja. Deshalb käme ich jetzt nicht auf die Idee, privat abends eine Robert-Weil-Flasche aufzumachen. Es gibt so viele andere tolle Weine in der Welt, direkt vor der Haustüre oder auch weiter weg entfernt. Und das sollte man natürlich die Gelegenheit sich immer ergreifen, das zu machen und sich im Kontext mit anderen Weinen zu sehen. Aber ich finde das ein großes Kompliment, dass ich ein guter Verkoster sein soll. Also es geht runter wie Öl. Wir werden jetzt mal gucken, ob es auch stimmt. Ich denke, du wirst mir auch beipflichten, also indem, dass das wirklich ein feiner, filigraner, frischer, eher in die weiße Pfirsich Richtung gegen der Riesling ist. Mehr braucht man dazu auch nicht zu sagen, weil man könnte jetzt noch stundenlang irgendwie tausende an Aromen rausholen. Toll. Wirklich. Er ist auf alle Fälle so, wie wir ihn uns vorstellen. Ich mag persönlich keine überreifen Früchte. Ich mag keine Matschbananen. Ich mag keine Äpfel, die anfangen zu schrumpeln. Das schmeckt mir einfach nicht. Und ein Wein ist immer so wie seine Frucht.
weil wir wollen ja diesen Prozess der Natur vom Weinberg über den Keller nur begleiten. Wir wollen nicht irgendwie eingreifen, wir wollen das so natürlichst wie möglich intensiv begleiten. Aber ein kontrolliertes Nichtstun ist auch durchaus sehr arbeitsreich. Das sollte man nicht unterschätzen. Und der Wein spiegelt jetzt genau die Frucht wider. Wow. Das ist eine Frucht, die knapp über 90 Öchsel war, ja? Eine lange Hängezeit hatte. Als Kietricher die Vorselektion der drei Berglagen ist, der jüngeren Anlagen und auch die Vorselektion. Mhm. Und gerade diese Ortsweine, und nicht jetzt nur bei uns, das sind wirkliche Geheimtipps. Das ist die Ausreifungsklasse der früheren Gutsspätlesen. Selbstständige, ausgereifte Weine, aber nichts Überreifes, mit hoher Trinkfreude. Man schmeckt diese Frucht, man schmeckt auch diese Frucht des nördlichen Terroirs. Diesen Zug, diese Mineralität, diese Eleganz, diese Finesse. Und das animiert, das ist trinkanimierend, das passt gut zum Essen. Und das ist unser Ansatz für sowohl den Gutswein wie diesen Ortswein. Ich laufe bei diesen Weinen nicht dem letzten sogenannten Sensorikpunkt hinterher, ja, weil der oftmals nur über Körper und Dichte zu gewinnen ist. Weil es ist halt doch auch ein großer Unterschied, ob ich jetzt einen Wein degustiere mit einem kleinen Schluck oder ich trinke eine ganze Flasche. Man hat es ja selbst schon gesehen. Wow, was für ein Volumen. Ich trinke ein erstes Glas, das zweite ist noch ganz schön und das dritte möchte ich nicht mehr. Ja. Und das ist nicht der Ansatz bei uns für einen Gutswein und Ortswein. Also klarer Ansatz, nicht die Maximierung ist das Ziel, sondern die Optimierung, okay, von einer Stilistik. Wirklich großes Kompliment für diesen Ortswein. Absolut spitze, also großer Fan, sofort verliebt. Also ich bin auch wirklich gespannt auf die nächsten Weine. Gut, da hoffen wir mal, dass wir das halten können. Okay.